Hallo und herzlich willkommen zurück im Haukenland. Ich denke, ihr seht gerade, was hier vor sich geht. Ich bin nämlich wieder am Farmen. Und ich hoffe, dass mein Rechner jetzt auch alles so aufnimmt, wie er es sollte. Weil als ich nämlich dann heute Mittag, weil ich heute ja frei gehabt habe, hingehen wollte und wollte dieses Video von gestern rendern, er das Video nicht mehr als solches erkannt hat. Was ziemlich schade ist. Also musste ich das erstmal von Twitch exportieren, was eigentlich recht einfach war. Aber da wird bei YouTube gerade noch das Video verarbeitet und ich will hoffen, dass es auch was geworden ist. Also in den nächsten Tagen wird euch bei YouTube ein Video unterkommen, wo halt, ja, dieser nicht drin ist und nachher das Endslide-Video auch nicht. Aber ich denke, damit könnt ihr leben. Will nur hoffen, dass es überhaupt funktioniert. Kann ich hier schon mal so ein paar Stacks von dem Holz hier mitnehmen. Mal gucken, wie viel da jetzt noch so kommen wird. An Ressourcen kommen ja gerade reichlich rein, wie man hier unschwer erkennen kann. Jetzt werde ich auch erstmal in meine Pyramide rüber porten müssen, um den ganzen Kladderadatsch mal loszuwerden. Da war ich ja vorhin schon, um da einmal, nee, zweimal Sachen abzuladen. Ihr habt also im Großen und Ganzen so nichts verpasst. Ich habe nur hier das Farming ein wenig vorangetrieben. Wie man hier unschwer erkennen kann. Wieder noch reichlich Ressourcen. Damit weg. So. Und irgendwo hatte ich auch noch meinen restlichen Rummel hingepackt. Ja, genau. Hier, da, hier ist noch die Kerze. Ja, die Federn hatte ich schon weggepackt. Ach so, ja. Dann die Schere. Und die Spitzhacke. Die Advanced Diamond Drill brauche ich ja im Grunde jetzt momentan auch gar nicht. Also kann ich mal auf Rüstung umstellen. Und erstmal Melönchen essen. Und weil es hell ist, ja, porten wir doch mal direkt rüber. In den Tempel. Ja, also wie gesagt, die Aufnahme auf meinem PC ist sie nichts geworden. Ich will hoffen, dass man da mit dem, was Twitch mir da noch exportiert, irgendwas anfangen kann. Ärgerlich. Aber gestern kam auch ein Update für den Open Broadcaster. Für die Software, die ich zum Aufnehmen benutze. Ich möchte nicht ausschließen, dass es daran gelegen hat, dass jetzt hier die Aufnahme nicht mehr funktioniert. Weil gestern Mittag hatte ich ja noch Fallout New Vegas aufgenommen und das funktionierte einwandfrei. Das Update kam erst abends irgendwann. Doof. Und deswegen hege ich die Vermutung, es liegt an dem Update. Wo ist denn? Ach so, da. Es wäre nicht das erste Mal, dass da irgendwas abgedatet wird, was sich dann nachher als krepelig herausstellt. Sollte ich dann auch noch mal einen Holzfußboden aber es ist schon was Feines, so ein freier Tag, wenn andere arbeiten müssen. Wo geht's denn hier hin? Ach so.
Ja, da habe ich auch noch einen vergessen. Da muss ich ja noch einen hinmachen. Und beim Aufzug oben war ich auch noch stehen geblieben. In der Zauberlounge. Gnarf. Aber wir sind ja gleich rum. So, hier fehlt noch ein Teil. Los. Muss da Glas rein. Hier muss es dann auch noch mal weiter nach unten gehen. Und hier würde ich am liebsten auch noch einen anderen Fußboden reinsetzen. Wie haben wir denn? Ja, ist im Grunde, können wir da noch einen reinmachen? So. Glas. Jo. Jetzt habe ich natürlich aber auch noch nicht nachgeguckt, wie man dieses Taumi-Numikron oder wie auch immer das heißt, bauen kann. Muss ich zu meiner Schande eingestehen. Heute den ganzen Tag Videos gerendert. Und den Nachmittag mit einem gepflegten Schläfchen auf der Couch verbracht. Und ich bin am Überlegen, ob ich da heute nicht mal Druckplattengeschichte an Start bringen soll. Hier war doch noch. Genau. Machen wir uns nochmal eine Druckplatte. Okay. Ich hatte also daran gedacht, eine hier anzubringen, dass wenn man da drauf latscht, quasi die Tür aufgeht. Und dann, wenn man hier drauf latscht, oder? Nee. Sollten wir vielleicht hier oben anbringen. Da. Dass dann die Tür verschlossen wird. Nur wie machen wir das? Müssten hier irgendwo noch so einen Servicezugang haben. Das wäre mal ganz nice. Aber ich glaube, wir müssen uns hier mal einen reinbuddeln. Jo. Hüstel. Also, zunächst mal. Muss das ja rübergeschoben werden. Und dann. Müssen wir mal ausprobieren. Bin schon lange keine Tür mehr gebaut. Also, Druckplatte. Und dann, wir das da oben machen, müssen wir auch nochmal gucken. Vielleicht hier dann so runter. Aber da schauen wir dann nochmal.
Jetzt habe ich natürlich meine Drill weggelegt, wa? Der Bau ist total undicht. Hier regnet es ja rein. Das ist ja Sabotage. Fackel wäre nicht schlecht. Hier müssen wir lang. Das kann eine Geburt werden. Und zwar... Hier schon wieder viel zu weit. Stellen wir hier einfach mal eine Fackel rein. Den glatten Sandstein. So, dann... Aber... Ach, Kostpuppe. Wir müssen das hier über... Riemchen laufen lassen. Ja. Kurzschluss. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt der richtige Baustein ist, den ich hier habe. Gehen wir mal da dran. So, jetzt müssten sie rübergeschoben worden sein. Genau. Ja, und dann...
Wahrscheinlich ist jetzt aber auch nur der untere nach vorne geschoben worden. Ich wusste es. Nur der untere. Wir müssen den oberen aber auch noch irgendwie bewegt bekommen. Nerv. Ah. Ja, da muss man schon aufpassen, wenn ich da gerade am Schießen bin. Das kann dann schon mal ins Auge gehen. Ja, ich bin aber immer noch nicht zufrieden. Der sieht auch anders aus, meine ich. Müsste das von oben da auch noch ranführen. Jetzt hör doch mal auf. Wie müsste ich das denn da ranführen? Kann ich das da überhaupt ranführen? Das ist nicht der richtige Stein, würde ich mal sagen. Aber Schwierigkeit ist auch eben, das dann von hier oben so ranzuführen. Aua! Hör mal auf! Schwierig. Die Steine kann man auch wahrscheinlich nicht in Scheiben schneiden. Ich wusste es. Tauerwut. Das ist Tauerwut. Jo.
Das gibt's nur im Twilight. In der Twilight Zone. Wenn ich jetzt hingehe und nehme den Stein da weg, dann kann man aber auch da reingucken. Toll. Jetzt hat er das aber nicht wieder zurückgezogen hier. Ach, Menno. Bam! Deswegen habe ich den Gebietsschaden bei Creepern ausgemacht. Damit da nämlich nicht so eine Scheiße passiert. Muss das von oben da irgendwie ranführen. Das hilft doch alles nichts. Aua. Also das ist schon mal nicht falsch, wollen wir es mal so sagen. Irgendwie muss ich da von oben das Signal dran kriegen. Ja, das macht ja nichts hier, die Druckplatte. Aber wie gesagt, ich habe auch den falschen, was auch immer das sein mag. Ja. Paff. Ja, rübergeschoben werden sie schon mal. Das ist ja schon mal ganz nice. Aber. Man sieht, man kann hier rausgucken. Und das soll ja nicht sein. Das soll nicht sein. Ja, von unten können wir das hier rüber ranführen. Aber von oben haben wir da keine Handhabe.
könnte ich das denn mal bauen? Müsste eventuell hier eine Abkastung machen. Obwohl das natürlich auch doof aussähe. Wahrscheinlich. Ja doch, das müsste eigentlich funktionieren. Der glatte Sandstein. Obwohl dann der Eingangsbereich natürlich scheiße aussieht. Könnte man wahrscheinlich hingehen. Dann kann man die Kabel da aber nicht reinlegen. Na? Pferde geht weg. Lass mich in Ruhe. Ich muss hier arbeiten. Müsste ich hingehen und hier. Da muss ich erstmal nach Hause, erstmal meine Pyramide. Mal gucken, ob ich denn da nicht noch erstmal Rummel abladen. Die Augen, das, die Erde. Immer noch eine Kerze auf Tasche. Würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen. Wohl oben bei Tormkraft. Ja, doch. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben hier? Irgendwas wollte ich doch holen. Hallo. Achso, ja, richtig. Einen Timer? Nein. Sequencer? Nein. Ein Ohr geht. Nehmen wir das einfach mal mit. Vielleicht hilft uns das ja schon weiter. Nehmen wir mal zwei Repeater mit. Na? Da muss das nämlich etwas länger dauern. So.
Warum geht das jetzt hier nicht? Skorpion, hau ab. Ja. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Müsste die Tür auf sein. Ja, ist sie auch. Aber das sieht einfach nur schäbig aus hier. Es sieht einfach nur schäbig aus. Na gut, versuchen wir es mal mit diesem Ohrgate. Das sieht schon richtiger aus. Klatschen wir hier mal drüber. Bäh. Warum wird denn da kein permanentes Signal ausgegeben? Das war das NOR-Gate. NOR. OR. Da passiert mal original gar nichts. Das ist es aber auch nicht. Das ist es auch nicht. Ich muss da echt mal gucken, wie der Dingi denn heißt. Sequencer war nicht, Timer war auch nicht. Wie heißt das? Gate. Gate. Da war so ein kleiner Schalter dran. Buffer Gate. Nein, Not Gate. Xnor End Gate. Nand. Geld. Das kann doch so schwer nicht sein. Not Gate. Wenn man sehen würde, wie die jetzt so mal in Natura aussehen. Xnor, das könnte es sein. Stone Kathode, Anode. Ich fürchte, da muss ich noch mal gucken gehen. Aber wie will ich denn da rankommen? Da komme ich nicht mehr ran. Außer vielleicht durchs Dach. Und da müsste ich es abbauen. Kaputt machen. Nee. Nee.
geht. Vier Kathoden, Anoden, Stone Wire. Meine Fräse. Ach Gottchen, die muss man sich ja richtig aufwendig bauen, die Dinger. Tode. Hi, Lea! Ja, das soll ja was geben. Von den Wafern hatte ich sogar noch einen Haufen. Dann brauche ich Redstone und Redstone-Fackel. Da haben wir noch zwei Fackeln. So. Wie war das jetzt? Kathode, glaube ich, da brauchten wir vier von. Also noch zwei. Anode. Machen wir mal ein paar mehr. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Anoden. Kriegst auch nur eine raus. Und da unten Stone Wafer. Ja, bin ich ja mal gespannt. Die Kathoden waren hier oben drin. Der war da unten. Und mit ganz viel Glück funktioniert das jetzt alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Endgate. Das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Ah, Dr. Snowne. Not Gate. Was haben wir denn hier noch im Buffer Gate? Hier wieder reichlich Klamotten, aber alles nicht das, was ich brauche. Ohr geht. Ohr? Nee. Ich muss mir das mal angucken, wie ich das gebaut habe. Trap, 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 trap. Dach ist natürlich nicht mehr offen, sodass wir da mal ebenso rein könnten. Müssen wir hier in dem Bereich mal gucken. So. So, wie heißt du denn hier? Toggle Ledge. Licht an, Tür zu. Und umgekehrt. Muss ich nur gucken, ob ich das jetzt hier geschrottet habe oder ob sie auch immer noch funktioniert.
Ja, scheint auch zu funktionieren. Eine Toggle-Latch. Na, da hinten Tür auf. Wieder drücken, Tür zu. Gut. Oh, hier fehlen ja noch Stühlchen. Wie der Zufall es will, habe ich sogar noch zwei auf Tasche. Da vorne könnte ich noch eine Couch hinbauen. Schauen wir dann mal. Toggle-Ledge. Da ist er. Toggle-Ledge. Ich wusste es doch. Irgendwas mit einem Hebel. Zwei Kathoden. Die ganzen Kathoden natürlich schon verbaut. Das sind Anoden. Achso, ja, Kathoden waren mit dem. Mit der Fackel da oben drauf. Karton, genau. Weiher. Auch Weiher. Und was brauchen wir noch? Den Hebel und vier Wafer. Habe ich denn hier noch zufällig einen Hebel? Natürlich nicht. Mehr einen Hebel bauen. Hebel. Das dahin. Dann. Na komm. So, das dahin. Einen Boden brauchen wir nicht. Das, das, das. Jetzt haben wir. Eine Kathode. Super. Hat ja auch schon wieder geklappt. Kathödchen. Kathode, Kathode. Ich weiß schon, warum ich da nie was mit Elektrotechnik gemacht habe. War mir alles zu kompliziert. Jawohl, fertig ist der Toggle-Ledge. Sehr schön. Kann ich den anderen Klumpatsch auch hier lassen? Kommen wir oben rein. Dann haben wir da noch ein paar von. Genau. Und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Ist natürlich schon wieder dunkel. Alles andere hätte mich auch stark gewundert. Jetzt muss ich nur gucken, in welche Richtung ich da Dinge hier hinpflanzen muss. Das war schon mal nicht richtig. So, jetzt ist nämlich zu. Und jetzt geht's auch nicht mehr auf. Muss ich dann wahrscheinlich von hier hinten anführen, heranführen sozusagen. So, ist Tür auf. So ist Tür zu. Wenn ich jetzt nämlich hingehe und
oben noch das Kabel hinführe. Muss ich mal gucken, da werde ich wahrscheinlich sogar noch irgendwie da oben eine Kabelbrücke hinbauen müssen. Nehmen wir den da mal. Sich denn da wieder hinterher? Das ist doch alles Rummel, Klumpatsch. Wie gesagt, ich weiß schon, warum ich kein Strippenzieher geworden bin. Also, nochmal. Tür auf. Tür geht nicht zu. Irgendwas stimmt da nicht. Bei der ganzen Konstruktion stimmt irgendwas nicht. So, jetzt müsste ich mal unten gucken gehen, ob denn jetzt die Tür auf ist. Jo. Tür zu. Tür auf. So. Funzt, sieht aber dezent bescheiden aus. Wir wollen noch zwei ganze Blöcke hier haben, wollte ich sagen. Ja. Jetzt kommt man hier auch schön hinein. Allerdings finde ich das gar nicht so schön hier unten. Könnte ich höchstens hingehen und die Decke mit den Dingern verkleiden. Dann sieht das so aus, als wenn man innerhalb der Mauer sich bewegen würde. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Nein, falsch. Hier. Glatter Sandstein. Ach, er ist mal wieder in einem Loch. Ja, kann man ja mal machen. Dafür ist ja Minecraft da. Cover. Können wir mal einiges übercovern hier. Ja, ist zwar schade jetzt mit der Decke hier.
könnte ich die Decke ja quasi, also die Towerwood Steine ja eigentlich rausreißen. Ich lasse es aber mal so. Raus. Meine Tastatur vom Tablet spinnt, deshalb schaue ich den Stream und schreibe mit meinem Handy. Das ist schon etwas aufwendig, aber es freut mich, dass sich jemand die Mühe macht, überhaupt etwas zu schreiben. So, ja. Ja, schön ist anders, ne? Jetzt habe ich hier. Hier, so, zack. Tür zu. Jetzt kann man hier natürlich nicht mehr ums Eck luken, weil dann geht nämlich die Tür direkt wieder auf. Tja, das war jetzt geschickt. Oh, danke schön. Ob ich so cool bin, weiß ich gar nicht. Eher nicht so. Jo. Hat's denen heute all die Sprache verschlagen, dass sie gar nicht im Teamspeak unterwegs sind? Yippie. Hat ja auch nur eine Stunde gedauert. Braucht man sich aber auch keine Gedanken mehr machen, ob die Tür jetzt offen oder zu ist. Man kann da immer nur einzeln rein und einzeln wieder raus. Super. Achso, ist offen. Versteckte Eingangstür. Haben wir denn nicht noch? Da haben wir noch welche. Wird hier direkt erstmal alles dicht gemacht. So. Dicht. Ist die da noch rein? Dann mal auch den Aufzug noch fertig bauen. Das werde ich heute aber nicht mehr schaffen, denke ich. Tada! Man sieht nichts. Muss ich mir erstmal ein paar Melönchen reinziehen. Nom 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 nom. Da steht doch einer auf meinem Kopf. Ich kann ihn genau sehen. Ja, ich will hoffen, dass mein Programm das heute mal getreten kriegt und auch das so aufnimmt, wie ich mir das vorstelle. Und nicht irgendwie so Käse macht. Ich bin noch mal gespannt, was dann bei der Datei-Exportation von Twitch auf YouTube so
passiert ist oder eben auch nicht. Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich ihn vertrieben. Ah ne, da ist er ja wieder. Komm her, ich beschmeiß dich mit Wassermelonen. Tja, mit Tomkraft ist das heute nicht wirklich viel geworden. Ich würde sagen, da muss ich dann morgen noch mal gucken. Muss zwar morgen wieder arbeiten, aber das ist egal. Dann werde ich mir morgen Abend dann mal erstmal angucken, wie man denn dieses Büchlein baut, das hier Dr. Snowden empfohlen hat. Ja, auf jeden Fall muss ich da mal gucken, wie man denn dann die einzelnen Sachen macht. Und auch für den Vorplatz da draußen, da, hier, da. Und auch dieses, wo man noch ganz leicht dieses Wursthündchen erkennen kann. Da muss ich mir auch nochmal was überlegen. Aber erstmal, also eins nach dem anderen, diese Taumium-Geschichte. Könnt ihr auch nochmal gucken, wie denn hier sich der Garten oder... der Park so... feuchte Aussprache. Der Park so macht inzwischen. Ja, ab heute gibt's auch The Walking Dead als ja Let's Play auf YouTube zu sehen. Ich hab's dann doch wirklich geschafft, ein paar Folgen zu schneiden, rendern und hochzuladen. Einzige Problem ist leider nur... dass mein Voiceover zu leise ist. Also man kann mich nicht sehr gut verstehen. Ich meine, das Spiel an sich und so ist alles schön aufgenommen. Auch die Lautstärke ist echt okay. Nur das, was ich dann so zwischendurch ins Mikro brabbel, das ist dann einfach schlicht und ergreifend zu leise. Man hört also sehr wenig. Ich hatte das dann zur dritten Folge noch ein bisschen... angeglichen. Ich will hoffen, dass das da etwas besser ist. Aber, naja. Man ist ja von mir auch nichts anderes gewohnt als stümpern auf hohem Niveau. Am Anfang ging es so schnell, jetzt wächst es einfach nicht mehr. Ich habe auch keine Knochen dabei, als dass ich das mal düngen könnte. Ich kann mich hier nur ganz gepflegt mal hinsetzen. Ha! Mit Blick auf dem Hauken-Zirkus. Denke ich, dass ich dann den Stream für heute mal beenden werde. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch morgen wieder ein, wenn es heißt Haukenland Calling. Bis dahin empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal unter youtube.com/rotzkocher. Da findet ihr dann die vorangegangenen Streams aus dem Haukenland. Mit ganz viel Glück sogar den einen exportierten. Wie gesagt, der kann halt nicht nachbearbeitet werden, weil alles total doof ist. Und irgendwie mein Sony Movie Studio die Flash-Dateien irgendwie nicht weiterverarbeiten will. Jetzt muss ich nochmal eben im Chat lesen. Ja gut, ist natürlich jedem überlassen, was er sich angucken möchte und was nicht. Es würde mich aber freuen, wenn ihr auch mal auf The Walking Dead klicken würdet, um euch da mal das Let's Play anzugucken. Ansonsten gibt's wie üblich auch fortlaufend Fallout New Vegas, das in letzter Zeit wirklich richtig Fun macht. Das ist richtig geil. Bedingt durch die Mod World of Pain. Und wenn ihr das, wovon ich eigentlich ausgehe, auf YouTube schaut, dann schaut ihr auch vielleicht mal abends ab 20 Uhr auf twitch.tv/rotzkocher vorbei. Da seht ihr dann die täglichen Livestreams aus dem Haukenland. Abonniert mich bei Twitter unter @rotzkocher. Da erfahrt ihr dann immer, wenn ein Video live geht, ein Stream beginnt oder ich irgendeinen Quatsch tweete oder retweete. Und jetzt wünsche ich euch noch einen guten, eine gute, eine irgendwas. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao!
Danke fürs Zuschauen und wenn dir mein Let's Play gefallen hat, dann schreib mir doch einen Kommentar, lass einen Daumen da und abonniere meinen Kanal, indem du einfach auf meinen Avatar klickst. Oben links gelangst du zur Playlist von meinem Minecraft Haukenland Server. Auf der rechten Seite erlebst du ein Flashback, was letztes Jahr im Haukenland passiert ist. Und unten findest du die Playlist von Fallout New Vegas.